Thorsten Lieberknecht wirkt entspannt. Vor dem Duell der Gegensätze. David gegen Goliath, sagt man. Doch in Wahrheit ist der Unterschied viel größer. Branchenprimus Bayern gegen Überraschungsaufsteiger Braunschweig. Das kann ja eigentlich gar nicht gut gehen für die Niedersachsen. Für mich ist es das absolut späteste Spiel in der Saison. Und dementsprechend wissen wir auch, was am Samstag auf uns zukommt. Und da muss man auch nicht viele Worte verlieren. Das ist das Größte momentan, was der Fußball zu bieten hat, der FC Bayern München. Lieberknecht will, dass seine Jungs sich gut verkaufen und alles geben. Er beschwört die Tugenden seiner Mannschaft, die zuletzt für sportliche Stabilität sorgten. Du musst schon versuchen, an dein Maximum zu kommen. Die Frage ist trotzdem dann, ob das reichen wird. Und ich kann von meinen Jungs nichts Übermenschliches verlangen. Es scheint so, als sei die Eintracht in der ersten Liga angekommen. Die Defensive steht, die Nervosität vom Saisonbeginn ist verschwunden. Dennoch ist das Spiel beim Rekordmeister für die Löwenstädter etwas Besonderes. Aber dass die Jungs angespannt sind, sich trotzdem freuen und vorher nicht die weiße Fahne hissen werden, das ist, denke ich, auch normal. Das haben wir bisher auch immer gezeigt. Aber man muss auch schon ein bisschen bei der Realität bleiben. Wenn man gestern das Spiel wieder gesehen hat in Moskau, unter extrem erschwerten Bedingungen und die Jungs das dort trotzdem fantastisch gemacht hat, dann weiß man, dass wir, wenn wir schon oft hier der Underdog sind, da sind wir jetzt Schoßhündchen. Vom Schoßhündchen gebissen zu werden, die Gefahr ist doch eher gering. Aber wer weiß, vielleicht kann die Eintracht nach dem Spiel ja eine solche Schlagzeile schreiben.